Guten Morgen, liebe Leute, denn bei euch ist es 8.15 Uhr an einem Sonntag, wenn dieses Video rauskommt, und bei mir ist mitten in der Nacht. Wir befinden uns auf Route 120. Wir haben hier gerade in der letzten Folge in der Sonnengrotte ein Amaldo geholt. Ich habe mich kurz informiert oder halt mal nachgeguckt, so macht es gerade Sinn in unserem Team. Tatsächlich fände ich es gar nicht so blöd. Und dafür vielleicht Latias rauszunehmen. Latias ist halt ein legendäres und da habe ich immer so ein bisschen das Gefühl, naja, wir sind ein bisschen overpowered mit, wenn wir ein Legi mit dabei haben. Naja, okay. Kämpfen halt. Und das Ding ist aber, also erstmal, wir haben Latias reingeholt, weil wir eine Elektro, also gegen Elektro nichts hatten. Dadurch, dass wir jetzt aber Ehrengirl dabei haben, haben wir eine Resistenz gegen Elektro. Und von daher ist Latias nicht mehr so wichtig, aber Latias ist das einzige Pokémon, was etwas gegen Gift-Pokémon tun kann mit einer Psychoattacke. Da glaube ich, haben wir nämlich nichts anderes. Genau, wir haben kein Boden-Pokémon mehr dabei. Von daher würde ich irgendwie Baby Martinez, also Latias, noch ein bisschen dabei behalten. So. Knuddeluff, ein Feenmon. Da freut sich Diesnatz auf Knuddelfutter. Was ich auch irgendwann mal tun sollte, in Malvenfroh, da gibt es die, was sind das für Kämpfe, die Umkehrkämpfe, heißen die so? Also wo alle Effektivitäten und nicht effektive Moves und so umgedreht sind. Da könnte ich mal antreten, denn da kann man potenziell unter Umständen auch Steine zur Entwicklung bekommen. Ist halt super aufwendig und also vor allem so zeitintensiv für mich. Ah, schade, dass Zoroark so reinkommt. Ja, also mega zeitaufwendig, warum ich das noch nicht gemacht habe, aber es wäre voll wertvoll, denn es gibt dort die passenden Steine für Karin-chan und für Lichtel, wenn es sich halt weiterentwickelt hat. Wird halt nur ewig dauern, so, und jetzt gerade war für mich erstmal wichtig, hey, ich muss wieder Folgen aufnehmen, damit ich diese Woche da erstmal nicht ran muss und einfach meiner normalen Arbeit nachgehen kann. Was mache ich denn jetzt hier gegen die Zoroark? Genau, also diese Woche ist bei mir halt auch wieder gut voll. Für die, die es nicht wissen, ich bin halt Videograf und selbstständig und jetzt diese Woche werde ich halt einen Trailer schneiden. Es ist ein, quasi so ein Theaterstück, was aber viel, also es ist ein Theaterstück. Es beinhaltet viel Bewegung und solche Sachen, was so ein Mix ist aus Tanz und, Mann, ich will gar nicht gegen alle kämpfen, aus Tanz und auch ein bisschen Parkour-Bewegung, würde ich irgendwie sagen, oder zumindest so Akrobatik-Tanz. Zumindest sind Leute darin involviert, die aus der Parkour-Szene kommen, daher kenne ich die. Genau, und da wird es im August Aufführungen geben, mehrere, und die sind halt immer draußen. Und ja, sind halt noch am Einproben von diesem Stück und ich habe die dabei gefilmt und schneide jetzt einen Trailer für die zusammen. Und das mache ich halt diese Woche und freue mich hart drauf, weil ich sag gleich weil, also ich sag gleich warum, jetzt erstmal Milotic. Das ist nämlich auch so ein Ding, wo ich den Typ immer vergesse.
Es ist Wasser. Fee? Keine Ahnung. Es, ja, glaube ich schon. Ne? Es kann eine Mondgewalt und würde ja damit Ehrengirl ganz schön doch schon treffen. Von daher. Was können wir machen? Gegen Feen können wir Gift einsetzen. Und Wasser kann diesen als nichts. Right? Deeznuts. Deeznuts und Ben tragen dieses Team. Und Karin-chan kann die beiden quasi heilen. Es ist so gut. Es ist so gut. Ich hätte ja gesagt, wow, es wird langsam langweilig, weil nichts wegstirbt, so, weil unser Team einfach so solide ist, so gut aufgestellt. Aber, keine Ahnung, ihr feiert's, ihr guckt es trotzdem, also... Bin ich einfach glücklich. Es muss scheinbar Komponenten geben, die es unterhaltsam machen und das freut mich. Oh, Genesung. Das ist ja ein bisschen nervig. Aber hey, du bist vergiftet. Über kurz oder lang würde ich das dahin raffen. Ich habe auch schon Überlegungen angestellt. Also, ich befasse mich halt auch damit, wie... wir müssen ein bisschen aufpassen, dass wir nicht sterben. Wie komme ich mit diesem Kanal an mehr Abonnenten? Wie kriegen Leute mit, dass ich das mache? Weil scheinbar gefällt es Leuten. So, es ist gar nicht so verkehrt, was ich hier tue, denke ich. Aber es wird halt noch nicht so richtig gesehen und ich bin da, ich hole mir Informationen ein und Möglichkeiten, was man da tun kann, wie man an Leute gerät und ich habe echt... Mir wurde was ins Ohr gesetzt, so, das könnte uns richtig helfen, den Kanal zu boosten. Ich will noch nicht zu viel sagen, weil es noch lange dauern wird, bis ich das umsetzen kann, weil es halt auch sehr aufwendig ist. Ganz kurz, Lage, eine 65er Wasserattacke. Ist stärker, wenn das gegnerische Pokémon eh schon geschwächt ist. Und damit können wir verwirren. Ich finde die Verwirrung eigentlich schon ziemlich gut. Das jetzt schwierig. Was machen wir da, Leute? Verwirrung ist eigentlich... Ich glaube, bei Lage werde ich immer wieder vergessen, dass es bei der Hälfte und weniger KP doppelt so viel Schaden macht. Da werde ich nicht dran denken. Und sowas müssen wir auch mit einkalkulieren. Und dass Aquavelle verwirrt, daran denke ich immer. Deswegen lasse ich jetzt mal Aquavelle. Weiß ich nicht. Wenn hier Competitive-Spieler unter den Zuschauern sind, so sag mir, ob das Sinn ergibt, was ich da gerade getan habe. So. Worüber habe ich gerade gesprochen? Achso, über Sachen hier auf dem Kanal, die ich machen kann, um den zu boosten. Also ich habe so generell, ohne da jetzt... Geht's hier unten weiter? Was, wir müssen ja nach unten. Ohne jetzt zu viel zu verraten... hätte ich schon auch Bock oder so, einfach mal so Videos zu machen, so wo ihr ein bisschen hinter die Kulissen schauen könnt. Wie
Ich bin gerade so abgelenkt von diesem Sternenhimmel, Mann. Wie geil ist das denn, dass die Sterne sich im Wasser spiegeln? In diesem ruhigen Seewasser. Ich liebe die Designer von Alpha Saphir und Omega Rubin, Mann. Ihr habt. Es ist so geil. Es holt mich so ab. Ich kann hier einfach stehen. Und da freue ich mich über die Milchstraße, die sich im Wasser spiegelt. Es ist so fett. Es ist so gut. Ich freue mich. Ah, ich bin schon wieder raus. Es ist so ein bisschen, weiß ich nicht. Ich habe nichts geraucht, Leute. Ich bin völlig clean gerade. Ey, hier auch in den Pfützen. Das ist so gut, Mann. Das ist so gut. Wir waren bei hinter die Kulissen schauen. Also, hättet ihr Bock? Oder ich wollte halt eh so in meiner Selbstständigkeit auch öfter mal sowas machen, dass ich quasi so zeige, hey, was, oder euch so ein bisschen, oder generell Leute mitnehme, wie ist es, sich selbstständig zu machen? Was für Hürden gibt's da? Kann ich da irgendwelche Tipps geben? Was habe ich selber gelernt? Und auch so, hey, zum Beispiel, wie habe ich dieses Studio eingerichtet? Also zum Beispiel habe ich mein ganzes Setup, also hier quasi erst vor kurzem aufgebaut. So, ich habe mir gesagt, so, yo, ich brauche, also, Mann, ich bin so wirr gerade im Kopf. Ich habe zum Beispiel, ist für mich so voll der Struggle gewesen, mich oder eine Arbeitsatmosphäre zu schaffen, so dass ich da gut und gerne sitze, so und auch effektiv arbeite und mich nicht ablenken lasse. Und das habe ich zum Beispiel umgesetzt, indem ich mir einen neuen Schreibtisch geholt habe. So. Übel, also so ein Riesenteil. Und dann habe ich daraufhin auch meine ganze Bude oder meine halbe Bude so ein bisschen umgestaltet, um ein Setup aufzubauen, so was halt auch, also wie ihr jetzt hinter mir seht. So dass ich halt die Möglichkeit habe, einen Hintergrund, den man irgendwie zeigen kann, wo jetzt eine Lavalampe steht und so. Davor war mein Zimmer so eingerichtet, dass man hinter mir auf ein Fenster geguckt hätte. Und das ist halt so lichttechnisch super ungünstig, weil ein Fenster von hinten mich halt total überstrahlen würde. Und von daher habe ich mir halt hier echt so ein kleines Studio aufgebaut und dann war das da und dann dachte ich, ey, jetzt hast du endlich so ein Ding. Fang jetzt mit Pokémon-Folgen an. So. Also wenn nicht jetzt, so, wann denn dann? Es ist alles da, was du brauchst. So. Und da habe ich halt auch super viel aufgenommen, wie ich das alles gemacht habe und habe da schon Bock, das mal zusammenzuschneiden. Und quasi so zu zeigen, hey, so sieht bei mir das Studio aus. Das und das habe ich dafür gekauft, das und das musste ich machen, das und das musste ich umsetzen. Und also ich habe das eh schon gefilmt. Und für mich war aber halt so die Frage, habe ich nochmal einen extra Kanal, wo ich quasi so als selbstständiger Videograf auftauche? Oder interessiert es vielleicht auch meine Pokémon-Community? So, wie sieht es im Hintergrund aus? Oder sollte ich vielleicht... Wir sind auf einer neuen Route, ne? Es ist Route 121. Käfer bumst uns richtig weg. Und ich weiß nicht, wie kann ich das denn schwächen? Mit dem Beulenhelm. Ich glaube nicht, dass das funktioniert. Ja, also wenn euch das quasi auch. Also meine Überlegung ist so, interessiert es Leute, die jetzt hier so Pokémon gucken? Interessiert es die auch? Ich kann mir vorstellen, es interessiert euch schon so. Wie sieht so ein Studio hier aus? Wie sieht mein Alltag aus? Was habe ich so für Probleme dabei? Oder für Challenges, wenn ich quasi versuche, YouTuber zu werden. Ne? Kann man ja schon so sagen. Das wird schon interessieren, aber inwiefern interessiert es Pokémon-Interessierte?
was ich als Videograf noch so mache. Ist es relevant? Kann ich das zeigen? Für mich wäre es halt krass, das alles zu kombinieren. Und vielleicht ist es auch... Weißt du, es gibt so viele Poketuber da draußen. Und ich bin im Moment einfach nur irgendeiner davon. Und ich könnte aber auch der Poketuber sein, der auch Videograf ist. Also ein Poketuber-Videograf-Mix. Und damit wäre ich höchstwahrscheinlich einzigartig. So. Und die Frage ist, soll ich das machen? Ergibt es Sinn? Oder verprellt es eher Leute, die nur Pokémon gucken wollen, wenn ich andere Sachen hochlade? Es ist super, super schwierig. Dieses YouTube-Game, Mann, ist es so komplex, also man da so alles durchdenkt manchmal. Vielleicht auch unnötigerweise. Ich kann es hier gerade nicht weiter schwächen, ich weiß gerade nicht, deswegen nehme ich jetzt einen Hyperball. Ja. Aber irgendwie, genau, ich habe gerade so den Gedanke, wenn der Hauptteil Nuzlocke sind und so einmal im Monat, ja, kommt irgendwie ein anderes Video, wo ich euch quasi mitnehme in mein Leben und was mich hier so umgibt und was meine Challenges sind, kann es schon cool kommen. Jetzt habe ich da so viel drüber gebrabbelt. Teilt mir mal mit, was ihr darüber denkt. So. Wen nehmen wir denn da? Irgendwie finde ich der Lale passend. Es erinnert mich irgendwie an Lale Ulu und irgendwie hat Illumise für mich was Mondnachtartiges, Einschläferndes. Von daher finde ich das gerade passend. Was ist hier mit der Ast-Trainerin los, die mir hier zuguckt, wie ich Bären pflücke? Ich habe gerade eben auch schon Bären gepflückt und nichts Neues gepflanzt, ne? Was bin ich denn für ein Rabauke? Ich weiß noch nicht, was wir hier gerade rausgeholt haben. Eine Frage ja. Hier drüben war, glaube ich, eine Persim. Und in der Mitte war irgendwas gelblich-grünliches. Oder? Die hier waren da. Oder? Das hier sind die Felder, die zu dieser Route gehören. Was für ein Satz. Es ist ja so praktisch, ganz einfach mit Fliegen herkommen zu können. Oh, du kannst Fliegen noch gar nicht einsetzen, um herzukommen, stimmt's? Ah ja, in Segrasult kriege ich Fliegen. Mal kurz gucken, wie heile wir noch sind. Ei, was ist da los? Wir sollen zum Pyroberg kommen, Befehl von oben. Wir müssen uns den Edelstein auf jeden Fall schnappen, bevor ihn sich diese Flaschen von Team Magma unter den Nagel reißen. Schwupps, weg. Warte, hier steht auch eine Dame. Jawohl, hi. Es geht ab. Du kannst uns heilen. Schwester Joy. Wer bist du? Vor uns erhebt sich der Pyroberg. An diesem Ort wird der von uns gegangenen Pokémon gedacht. Okay. Gehen wir jetzt? Nee, wir gehen erstmal nach Segrasul.
Oh, Doppelkampf. Wer ist unser zweites Pokémon? Im Pyroberg kriegen wir Ärger mit Team Aqua. Aber erstmal will ich Segrasulp erkunden. Ich glaube, da ist auch voll die geile Mucke. Wie überall in diesem Spiel. Mann. Und wir haben Mew vor uns. Porygon 2. Alter. Übelste Normalpower. Wer kann denn bei uns normal Attacken schlucken, Kisnea? Aber hauen die normal Attacken? Ja, was können die denn jetzt haben, ey? Theoretisch alles. Ne? Also du kannst Mew alles beibringen. Porygon 2 kann, glaube ich, auch Flammenwurf und was weiß ich nicht, wenn man es ihnen dann beibringen würde. Aber wie krass sind diese Trainer? Bringen die TMs bei oder eher nicht so? Ich kann gerade überhaupt nicht vorhersehen, was hier passieren wird gleich. Nein, Kisnea ist viel zu fragil, um das in ein Double-Match reinzuhauen. Wir können hier zur Sicherheit Mega entwickeln. Kraftreserve Unlicht ist es, glaube ich, was wir hier haben. Werden wir gleich sehen. Sehr effektiv. Ja, wir haben Unlicht. Mega-Hieb. Bam. Also tatsächlich eine normale Attacke. Ampelleuchte ist Käfer. Mann, bin ich froh, dass wir Ehrengölder rausgeholt haben. Käfer hätte halt vierfach effektiv getroffen und Porygon ist Level drüber. Eieiei. Bester Switch. Richtig gut. Und hier ist ja jetzt... Was hat Feenbrise? Hat das nochmal einen Nebeneffekt? Nee, hat gar keinen. Das ist so komisch, dass Antikkraft eigentlich gerade die bessere Variante ist gegenüber Feenbrise. Wie will ich das jetzt spielen? Will ich Mew doublen? Ja, dann ist halt weg, ne? Aber nur noch Porygon. Metronom, oh mein Gott, das ist mega gefährlich. Kratzfurie. Und auch noch abgewehrt, okay. Aber wir haben Bulky Pokémon. Aber trotzdem habe ich halt Angst vor so Metronom-Finale. Oder Explosion oder so, was uns einfach voll zerfetzt. Oh Mann, ey, Karin-chan ist so hart dabei mit den Leveln. Ja, halt weiter drauf. Wisst ihr was? Ich heile einfach mal eine Runde. Dann bin ich hier im nächsten Kampf auch gestärkt und muss keinen Trank nehmen. Ich denke, Porygon ist halt keine Gefahr. Erst recht nicht, wenn es nicht angreift. Der Boost! Tada, da ist er. Alles steigt. Mega. Hm.
Jo. So, ich, also wenn ich dran denke, werde ich vor der nächsten Folge, also ich gehe jetzt hier pennen. Für mich ist heute durch. Wir können in der nächsten Folge in die Safari-Zone schauen. Right? Kann ich einen Versuch hin? Hä, wie war das mit der Safari-Zone hier? Erklär mal. Ja, okay. Voll verrückt. Ja, in der nächsten Folge holen wir uns hier einen Encounter. Und genau, ich gehe jetzt pennen. Und wenn ich bis zur nächsten Aufnahmesession dran denke, dass ich eigentlich nach Malvenfroh wollte, um halt noch entsprechende Steine zu holen, also Entwicklungssteine für Karinchan und für Lichtel, dann mache ich das noch. Ansonsten bin ich gerade erstmal happy, dass ich Aufnahmen gemacht habe für diese Woche, dadurch entspannt durcharbeiten kann und mich dann am nächsten Wochenende vielleicht nochmal hinsetze oder so, oder wann auch immer ich Bock habe. Gut. Danke, dass ihr regelmäßig einschaltet. Lasst ein Like da. Wie immer, wahrscheinlich. Ihr macht es super. Und mal gucken, wo uns dieses Abenteuer noch hinführt. Danke fürs Zuschauen. Haut da rein. Ciao, ciao.